Guten Tag, mein Name ist Benjamin und ich bin Sales Manager bei der Firma M&R Automation GmbH und ich arbeite am Standort Krambach bei Graz. Was kann ich für Sie tun? Scott, ich bin der Yusuf von der Firma Carneri GmbH und wir brauchen für unsere neuen Produkte eine Montageanlage, die unsere Logos herstellt. Da sind Sie bei uns genau richtig. Wir produzieren seit fast 30 Jahren, unter anderem in Kanada, China und Deutschland, Montage-, Mess- und Prüfanlagen. Wir produzieren also, wir sind unter anderem in den Bereichen Medizin und Konsumgüter tätig, aber auch im Bereich Fahrzeug und produzieren also Anlagen zur Herstellung von zum Beispiel Achsgetrieben oder Tankfüllsystemen, aber auch zum Beispiel elektrische Zahnbürsten oder medizinische Messgeräte und das für viele namhafte Kunden. Okay, könnten Sie mir die einzelnen Schritte bitte genauer erklären? Sehr gerne. Darf ich Ihnen dazu Anna, eine unserer knapp 400 Mitarbeiterinnen hier in Graz, vorstellen? Wir haben übrigens Mitarbeiter aus über 10 verschiedenen Nationen. Ich bin Konstrukteurin und habe gemeinsam mit der Forschung und Entwicklungsabteilung folgenden Entwurf für die Produktionsanlage entwickelt. Okay, ja. Grüß Gott, ich bin Programmiererin. Wir haben verschiedene Roboter für Ihre Anlage zur Auswahl, zum Beispiel diese beiden Modelle. Denn Automatisierungstechnik bedeutet, dass Maschinen oder Anlagen selbstständig, also ohne Hilfe von Menschen, betrieben werden können. Der Automatisierungsgrad ist umso höher, je unabhängiger komplexe Maschinen und Anlagen von menschlichen Eingriffen sind. So können unter anderem gefährliche und routinemäßige Arbeiten auch noch effizienter und qualitativ hochwertiger abgewickelt werden. Mit diesem Modell von uns können wir Ihnen die kostengünstigste und produktionsstärkste Variante Ihrer Fertigungsanlage anbieten. Ja, sehr gut. Damit bin ich einverstanden. Grüß Gott. Guten Tag. Ich mache im Betrieb eine Lehre als Zerspannungstechnikerin und bin gemeinsam mit meinem Ausbilder für Ihre Anlage zuständig. Wir stellen Metall- und Kunststoffbauteile entweder mit mechanischen oder elektrischen Maschinen her. Aber hierfür verwenden wir eine computergesteuerte Anlage. Grüß Gott. Ich als Inbetriebnahmetechnikerin werde nun den Testlauf Ihrer Anlage starten. Diese Anlage hier besteht aus einem selbstgebauten Förderband und selbst programmierten und zusammengestellten Roboter. Da Ihre Anlage jetzt funktionstüchtig ist, werden wir sie wieder auseinandernehmen und in Ihrer Firma in der Kanarigasse wieder aufbauen. Und wir haben jetzt immer noch nicht Feierabend, weil wir vom Customer Service Center sind auch nach der Übernahme Ihrer Anlage für Sie zuständig. Wenn Sie es also in der Schule verbessern wollen und am Tag der offenen Tür vorführen wollen, sind wir gerne für Sie verantwortlich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.